So. Nee, da stimmt was. Scheiße, Akku von meinem Telefon ist gerade leer gegangen. Nee, das war anders. Ich erinnere mich, oder? Irgendwie war das. Ich weiß noch gar nicht. Ich darf den Samen nur jetzt auf keinen Fall verlieren. Das wäre jetzt der Oberhammer. Wenn ich jetzt mir die Samen verhauen würde. Die Samen kriege ich doch wieder, wenn ich die. Ich hoffe, die Samen kriege ich wieder, wenn ich die jetzt mit da hochschlage. Ja, bekomme ich. Ich meine. Das war dann wahrscheinlich so. Kann das sein? Wohin wachsen die denn? Ich würde euch gerne noch mehr geben. Geht das nicht? Hab vergessen, wie das geht. Ich muss mal eben nachgucken. Okay, ich werde mir das hier jetzt nochmal eben durch die Moment. Warum habe ich jetzt 5? Genial, ich weiß, was ich. Witzig. Okay, ich werde mir das jetzt ein bisschen. Ich muss hier ein bisschen was machen. Also, so ganz funktioniert das hier nicht. Ich werde jetzt ein bisschen tricksen. Na, tricksen würde ich das jetzt nicht nennen. Genau, das Wasser. Ist da das Wasser? Das wollten wir nämlich. So, dann nehmen wir nochmal Wasser und jetzt werden wir hier den Rest aufschütten. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, wo ist meine Hoe? Die hoe ich mal eben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich das vorhabe. Dann jetzt zack. Zack, 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 zack. Apropos, jetzt kann ich ja angeblich zack. Ja, was ist angeblich? Jetzt habe ich 7, okay. Aber theoretisch kann ich jetzt mal eben hier einfach zack, zack. Weil ich so genug. Ich habe ja genug Knochenmehl gesammelt. Jetzt kann ich nämlich mal eben hier Samen sammeln gehen. Jetzt bin ich schon bei 11. Sehr schön. Ah, das ist wunderbar. Da ich genug Knochen mir gesammelt habe. Ja. So. Ein letztes Mal. Zack. 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 Also jetzt werde ich hier jetzt nichts mehr kaputt machen, meine ich damit. Sondern warten, bis mir meine Melonen weg sind. Das sollte nämlich eigentlich so funktionieren. Ich bin gespannt. Ich hoffe mal. Ich warte und hoffe und überhaupt. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, ist jetzt auch egal. Aufheben. Was, warum habe ich mir jetzt die ganzen Golden Nuggets gemacht, werdet ihr vielleicht fragen. Aus dem Grund, dass ich die brauche. Ja. Stellt euch das mal vor. So. Gut. Das haben wir, 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 haben wir. Weg mit dem Zaun.
Die Ho kann weg, obwohl die. Behalte ich mal, weil ich bleibe jetzt eben eher eh erstmal kurz hier. Kurz in Anführungsstrichen. Die Pfeile können weg. Weil ich mich gerne möchte, wissen möchte, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, es funktioniert. Ist das grandios. Sehr schön. Kann ich eigentlich aus denen jetzt. Ja, ich kann auch wieder neue Samen machen. Jetzt. Oh, ich werde angeschrieben. Ich werde weiterhin angeschrieben. Wo ist mein Bone Meal? Eben schauen. So. Und hoch damit. Und hoch damit. Theoretisch kann ich auch noch mal eben ein paar davon kaputt machen. Aber eigentlich ist das nicht notwendig. Oh fuck, der war falsch. Moment. Komm mal hoch und geh wieder weg. Das ist echt gut. So, jetzt noch mal alle hoch und dann war's das. Dann brauche ich hier nichts mehr. Dann müssen wir einfach nur noch warten. Warten, bis meine Melonen gedeihen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Dann hätten wir das auch, weil wir können mit Melonen und mit denen die funkelnden Melonen machen. So, und jetzt das Ka Oh, mir fällt gerade auf, was ich gerade unwissend perfekt gemacht habe, nämlich übelst viel Sand gesammelt. Und da ist noch das, ja, schön. Das. Oh, ist das genial. Ich brauche nämlich super viel davon. Also Glas. Ich brauche massenweise Glas, fällt mir nämlich gerade so nebenbei auf. Ey, es ist gerade alles, wie ich unwissend gerade alles richtig mache. Das ist schon irgendwie witzig, aber na gut. So, jetzt habe ich diese Glasflaschen, da muss ich aber. Ich glaube, davon brauche ich aber auch irgendwie noch andere, so. Wasser oder was? Wie das brauche ich? Nee, Loch wollte ich nicht. Ich wollte einen Kessel, genau. Zack. 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 Weil ich glaube, irgendwie sowas war das. Wüste. Ich dachte, ein Kessel geht niemals leer. Da war ich anscheinend falsch informiert. Okay, da passiert auf jeden Fall irgendwas. Also irgendwas passiert auf jeden Fall. Ich hoffe, der richtige Trank kommt raus. Hallo, Trank? Hallo? Sollte da jetzt nicht ein Tra. Ich komme mit diesem Tränkebrauen irgendwie nicht klar. Gewöhnlicher Trank wirkungslos. Wie?
Hä? Ich verstehe nicht. Hä? Gewöhnlicher Treibwirkungslos? Eigentlich sollte da doch jetzt das rauskommen, was ich will. Und zwar. Gewöhnlicher Treibwirkungslos. Ist irgendwas euch falsch? Wie affig das einfach aussieht. Egal, wir legen uns mal eben schlafen. Und sind total verwirrt. So. Ja, keine Ahnung. Ja. Hau das Ding weg. Das war ja schlau. Kurz einmal Melonsamen bitte. Ich muss mir jetzt gleich eindeutig nochmal durchlesen, wieso zum Teufel das nicht funktioniert. Oder wie das funktioniert normal. Also, ihr wisst ja, was ich meine. So. So, jetzt erklärt mir doch mal, warum das nicht funktioniert. Ich lese mal eben nach. Bis gleich. Aha. Okay. Also, kurz mal gucken. Die Wasserflasche da mal rein. Und dann die Melone. Jetzt müsste theoretisch der richtige Trank rauskommen. Ich bin gespannt. Gewöhnlicher Trank wirkungslos? Was zum Teufel? Stört mich hier gerade so ein bisschen was hier. Ich weiß, kann ich nachher alles wieder mitnehmen, aber das stört mich gerade enorm. Geht mal bitte alles weg hier. Danke. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau. Gewöhnlicher Trank wirkungslos. Okay. Heißt, das funktioniert nur manchmal, oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Weil theoretisch soll so ein ganz gewöhnlicher Trank entstehen. Ich meine, hä? Also, das sollte so eigentlich funktionieren. Eigentlich müsste jetzt hier ein Dingstrank rauskommen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich irgendwie nicht. Nö, ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu hoch. Okay, wenn ich drücke, was muss los? Da werde ich wohl einfach mal später nachfragen müssen. Da habe ich gerade eine Idee. Ich bin gespannt. Ach ja.
nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Da brauche ich eigentlich Schwarzpulver dabei, wenn ich mal fragen darf. So, weg damit. So, auf zum Wasser. Apropos Wasser. Kann man nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus so einem Viererteil einen unendlichen Brunnen bauen? War das nicht so? Oder war das, ist das schon ganz alt? Kann sein. Ich habe das ja mal irgendwo gesehen. Ich bin mal eben gespannt, ob das klappt oder nicht. Ich meine, das ging mal. Keine Ahnung. Ich bin hier echt gerade ein bisschen überfragt. So. Was mich nämlich jetzt interessieren würde, was ist, wenn ich jetzt meinen Lohnstaub nehme und dann ein Wasserfläschchen? Weil das soll jetzt theoretisch irgendwie einen Stärketrank bringen oder sowas in der Art, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Ich will aber keinen Stärketrank, ich will diesen verdammten Dingstrank, ich will... Das will auch nicht klappen, nö. Ich verstehe es nicht. Also... einzige Möglichkeit, gucken wir jetzt gleich mal. Gewöhnlicher Trank wirkungslos. So, was ist, wenn ich jetzt einfach nur das rein tue? Passiert nichts. Es muss ein Wasserding sein. Verstehe ich nicht. Ja, ich gucke nochmal nach. Okay, Hedi hat's gerallt. Alles klar. Die Potions sehen nur alle gleich aus und deswegen habe ich mich ein klein wenig vertan. Und deswegen müssen wir jetzt mal eben hier vorher noch was ganz anderes machen, damit das überhaupt funktioniert. Also, ja, ich werde jetzt ein bisschen was machen müssen dafür. Die Mannspitzhacke brauche ich nicht. Das Schwert wäre nicht schlecht. Das Eisenschwert wäre aber auch nicht schlecht mitzunehmen. Die Spitzhacke nehme ich vorne zwar auch mit. Die Dinger nehme ich mit. Den Bogen nehme ich mit. Die bleibt natürlich hier. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. So. Weil wir müssen vorher noch was machen. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Was habe ich ganz vergessen? Die Tränke sehen einfach alle mal derbst gleich aus und deswegen dachte ich, ich bräuchte nur das Bestimmte, aber ich brauche noch was ganz anderes. Und zwar müssen wir dafür mal eben in den Nether. Nether. Wieso komme ich auf Nether? Weil es irgendwer anders gesagt hat, wahrscheinlich. Nether. Ab in den Nether, weil wir brauchen hier was. Nether. Und zwar Seelensand. Perfekt, haben wir. Brauchen wir aber noch sehr viel mehr. Wir brauchen nämlich das... Oh, das ist, glaube ich, der ganze Seelensand schon, oder? Ist das schon ein paar Seelensand? Ist das Seelensand? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Seelensand. So, das dürfte reichen eigentlich. Jetzt müssen wir nur mal eben was finden. Jetzt wird's witzig. Und zwar muss ich Seelensand finden, auf dem auch was wächst. Und zwar Netherwarzen.